Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal sind wir hier im verlassenen Tempel unterwegs gewesen, haben den ein bisschen ausgeraubt und auch Markus' Schatz zurückgeholt und haben dann eine kleine Schatzkarte gefunden, die uns in das verbotene Utgard geführt hat. Und da haben wir jetzt die Mission gegen die Finsternis 1, ein kleines Bonuslevel, das nicht allzu lange dauern wird, aber eigentlich ziemlich cool. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und da ich weiß, was mich ungefähr erwartet, werde ich noch nicht die Druidin nehmen, sondern erstmal wieder den Ritter. Die Druidin kommt dann im nächsten richtigen Level dran. Und wir können jetzt erstmal die leichte Rüstung ausrüsten, was schon mal sehr gut ist. So, wir haben neue Schwerter. Das Langschwert, eine gut ausbalancierte Klinge für den erfahrenen Nahkämpfer, eine gute Wahl. Und das Krummsäbel, mit seiner geschwungenen Klinge kann der Krummsäbel tiefe Wunden schlagen. Ja, wir nehmen den Krummsäbel. Sieht zwar irgendwie ein bisschen, ja, nicht so stark aus, aber das ist momentan unser stärkstes Schwert. Ihr könnt natürlich auch einfach mal hier irgendwie so eine Zwergenaxt nehmen oder so, aber der Ritter ist für mich ein Schwertkämpfer. Wir kriegen später noch einen Axtkämpfer und einen Keulenkämpfer. Mit denen werde ich dann auch mal kämpfen, aber erstmal so, nein, du sollst das Schwert behalten. Erstmal so nehmen wir nun mal das Schwert. So, Schild, Monsterschild und Rundschild können wir uns leider nicht leisten. Aber, ah cool, wir können auch die Zwergenarmbrust jetzt nehmen. Ich packe mal die Zwergenarmbrust weg und die Bolzen auch. Und dann können wir uns den Rundschild leisten. Dieser große, schwere Schild aus Metall bietet seinem Träger reichlich Schutz. Ja, und damit sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Also Fernkampf brauchen wir in diesem Level nicht. Und Heiltränke, ja, eigentlich schon gerne, aber wir haben jetzt stattdessen die leichte Rüstung genommen. Gucken wir mal, wie das wird. So. Nur im Nahkampf, das sollte eigentlich funktionieren. So, bekämpfe die ständig stärker werdenden Feinde und deine Reichtümer werden sich mehren. Besiege sie alle und eine noch größere Herausforderung wird auf dich warten. Vernichte alle Feinde. So, schauen wir mal, dass wir das irgendwie so ein bisschen hinkriegen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt klappt. Und ihr seht schon, es ist einfach eine Arena, in der halt immer mehr Feinde auf uns zukommen werden. Eigentlich wäre es ganz gut gewesen, hätten wir Heiltränke gehabt, aber naja, die Rüstung macht eigentlich schon einen ganz guten Job. Und gegen irgendwelche potenziellen Fernkämpfer haben wir ja immer noch unseren Schild. Oh ja, der hat eine volle Rüstung. Ein Goblin-Fanatiker. Krass. Ja. Oh oh, der macht aber sehr, sehr guten Schaden. Ah, vielleicht war das keine gute Idee, so mit dem Ritter da reinzugehen. Nee, offensichtlich nicht. Tja, besiegt. Ich glaube, ich muss ein anderes Setup ausprobieren, weil sonst komme ich gegen den Goblin-Fanatiker nicht an. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Dann probiere ich vielleicht doch mal die Druide nur aus. Das könnte eine gute Idee sein. Rüstung, leichte Rüstung. So, und wir haben jetzt die Besonderheit, wir können zwei Zauberstäbe ausrüsten und halt ein Dolch wie die Jägerin. Und ich glaube, ich nehme keine Rüstung und stattdessen den Stab Tränen der Fäulnis. Also wir haben einmal den Astralstab. Dieser Stab gibt dem Träger die Macht über die Geister der Natur. Ist eigentlich ziemlich cool. Ewiger Winter. Die Träger dieses Stabs gewinnen die Kontrolle über kaltes Feuer. Und Tränen der Fäulnis. Bringer des Siechtums, der Verderbnis und des Verfalls ist dieser Stab des Giftes. Und ich glaube, den Stab hatten auch die Zauberinnen ausgerüstet. Ich bin mir aber nicht sicher. Ein Heiltrank kann ich noch ein... Ja, wenn ich einen Heiltrank nehme, kann ich den Krummdolch nicht mehr nehmen. Ja, aber ich glaube, ein Heiltrank ist eigentlich ganz gut. Oder nehme ich doch lieber Ewiger Winter? Nee, ich glaube, ich bleib bei Tränen der Fäulnis und nehme dann noch einfach einen Langdolch mit. So, dann schauen wir mal, ob wir damit jetzt besser klarkommen. So, natürlich keine Rüstung. Wir sollten also gucken, dass wir uns nicht treffen lassen, weil wir auch nicht die ausdauerndste Person sind. Wir sind halt nur eine zierliche Druidin. Wir können einmal so ein Schutzschild hier um uns drum machen. Wir sehen, da oben haben wir jetzt Mana. Und wir können den einfach wegstoßen, wenn wir so ein Schutzschild haben. Und natürlich können wir einfach auf sie schießen. Was gar nicht mal so wenig Schaden macht. Aua, aua, aua. So, wo ist er, der Goblin-Fanatiker? Da hinten ist er. Na, vielleicht sollte ich auch mal treffen. Genau, laufen wir erstmal hinterher. Ich muss mein Mana ein bisschen regenerieren.
Ich treffe den ja überhaupt nicht. Jetzt. So halb. Und ihr seht, das bleibt an dem Heften und macht noch ein bisschen Giftschaden. Ha. Oh Gott. Eine Assassinen. Stirb! Ah, wir haben es geschafft. Sehr gut. Der Goblin-Fanatiker war einfach das Stärkste. Du hast alle fünf Feinde bezwungen. Es wurde kein weiteres Gold hinzugefügt. Oh. Die Plünderung deiner Gegner bringt dir eine angemessene Summe Gold ein. 100 Goldstücke als Belohnung erhalten. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Gegen die Finsternis 2. Ort verbotenes Utgard. Ob ich das noch versuche? Ich bin mir ja nicht so sicher. Ach doch, kommt. Wir machen jetzt einfach die ganzen gegen die Finsternis Level. Ich glaube aber, mit der Druidin sollte ich das nicht machen. Ich bin mir unschlüssig. Ich habe jetzt 100 Goldstücke mehr, vielleicht. Wenn wir mal den Stab ewigen Winter ausprobieren. Und den Langdolch wegmachen. Den Heiltrank auch. Dann können wir die leichte Rüstung tragen. Aber eigentlich brauche ich den Heiltrank. Und Langdolch lohnt sich eigentlich nicht. Na, dann machen wir die Rüstung wieder weg. Nehmen zwei Heiltränke mit. Noch einen Krummdolch. Den hatten wir noch nicht. Den zweiten Stab können wir nicht dazu nehmen, weil wir nicht genug Geld haben. Und versuchen es jetzt so einfach nochmal. Ja, Mission ist immer noch die gleiche. Ich vernichte alle Feinde. Eine noch größere Herausforderung wartet auf mich. Moment, jetzt habe ich ja... Oh nein, jetzt habe ich den falschen Stab mitgenommen. Ich dachte eigentlich, ich hätte ewige Fäulnis immer noch. Probieren wir es einfach mal aus. Zumindest kann man damit besser zielen. Ja, und ein schönes Dauerfeuer machen. Aber ich glaube, das bringt jetzt hier nicht so viel gegen die... Ach, schade. Ich hätte gehofft, dass die irgendwie runterfliegen. Aber es funktioniert eigentlich relativ gut, oder? Vor allem kann ich mit dem Stab schön in Bewegung bleiben. Kann immer noch treffen. Im Gegensatz zum anderen. Weil beim anderen habe ich so eine niedrige Feuerrate. Und hier habe ich wirklich Dauerfeuer. Das ist schon ganz praktisch. Also man sieht, es macht schon irgendwo Sinn, zwei Stäbe mitzunehmen. Und dann je nach Situation zu wechseln. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt hier nach den Assassinen kommt. Ein Ork. Solange es nur einer ist, soll mir das eigentlich egal sein. Na komm, na komm. Na, noch mehr Assassinen. Gut, dass ich Heiltränke mitgenommen habe. Die werden mir jetzt hier sehr gut nützen. Ich frage mich, ob ich hier mit Headshots machen kann. Ah, scheint so, weil ich mache... Nein, nein, nein! Ach, verdammt, ich habe nicht auf meine Lebensenergie geachtet. Das ist nicht so schön. Das ist gar nicht so schön. Ja, versuchen wir nochmal ein anderes Setup. Ich will das jetzt schaffen. Versuchen wir es mal mit der Jägerin. Und den Explosionspfeilen. So, den Langdolch, wir brauchen keinen Dolch. Wir brauchen keine Armbrust und keine Bolzen. Damit können wir schon mal viel Geld freimachen. Als Bogen nehmen wir den Elfenbogen. Dieses Meisterwerk der Elfen verschießt ganze Salven von Pfeilen. Die normalen Pfeile, da sollte man gleich eventuell noch welche mitnehmen. Aber wir nehmen erstmal jede Menge 25 Granatpfeile mit. Mal schauen, ob das reicht. Dann können wir eine leichte Rüstung mitnehmen und noch einen Heiltrank. Wenn wir jetzt keine Munition mehr haben, dann haben wir ein Problem. Aber vielleicht klappt es ja. Ich will es einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, dann soll es halt nicht klappen. Aber vielleicht funktioniert es ja. Dum, da, da, dum. Der Elfenbogen sieht irgendwie cool aus. So mit schön viel Schnickschnack dran. Ja, bisher läuft das doch sehr gut. So, jetzt dürfen die bloß nicht ausweichen. Das wäre fatal. Nein, 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 nein. Ah, verdammt, das war ein Fall, der daneben gegangen ist. So, und an dem bin ich doch beim letzten Mal gescheitert, oder? Komm her, komm her. Oh, der hat doch überlebt. Das war's? Nein, nicht runterfahren. Oh, Gott sei Dank. Ja, cool. Also die Granatpfeile sind echt ziemlich geil. Du hast alle neuen Feinde bezwungen. Für deine Bemühungen erhältst du eine stattliche Belohnung. 200 Goldstücke. Sehr schön.
eine neue Mission freigeschaltet gegen die Finsternis 3. Versuchen wir das auch noch? Natürlich versuchen wir das noch. Weil ich meine, so viel Gold, wie wir damit ansammeln, das ist irgendwie schon geil. Und ich versuche das jetzt nochmal mit der Jägerin. Denke ich. So, dann können wir noch einen halt in die leichte Rüstung. Wir schalten damit natürlich kein neues Equipment frei mit den Leveln. Aber wir können eine leichte Rüstung mitnehmen. Und vielleicht irgendwie noch, ja, Distanzpfeile bringen da relativ wenig. Feuerpfeile. Ich weiß ja nicht. Vielleicht nehme ich einfach mal einen Langdolch mit. Als letztes Resort. Und ich meine, wir haben jetzt 10 Pfeile gebraucht im letzten Level. Und jetzt, wenn es doppelt so viel sind, dann brauchen wir 20 Pfeile. Dann sollte das eventuell funktionieren. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, da kommen natürlich direkt schon böse Gegner. Und warum starten wir mit dem Dolch? Ich will nicht mit dem Dolch starten. Na komm. So. Genau, du stirbst erstmal und du lässt mich bitte in Ruhe und stirbst auch. Dankeschön. So. Wow, das hat auch einen Headshot gegeben. Interessant. Erstmal der Ork. Komm her. Nein, du hast verfehlt. Uh-oh. So. Oh, 2 Orks. Oh, der hält sogar mehr aus. Aber da sollte ich vielleicht dann den Rest mit dem Dolch machen. Genau, dann verschwende ich keine Granatenpfeile an dem. Weil der hat ja wirklich nicht mehr viel Lebensenergie. Oh, der braucht noch mehr als einen. So, mal schauen, wie viele du brauchst. Komm. Haha, daneben. Offensichtlich nicht. Oh, da sind ja noch mehr. Und die sind neu. Interessant. Na komm, schieß. So. Oh, ihr haltet zu viel aus. Ihr haltet mir zu viel aus. Heiltrank. Du musst jetzt sterben. Danke. Und du bitte auch. Haha, Mumu. Du kriegst mich nicht. Ah, sehr gut. Geschafft. Alle 12 Feinde bezogen. Was soll das schon wieder? Na egal, wir haben auf jeden Fall keine Ahnung, wie viel Gold bekommen. Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Weil da irgendwie so ein komischer Bug war. Aber das waren alle gegen die Finsternis-Mission. Und ich gehe jetzt nochmal rein, um zu schauen, wie viel Gold wir denn jetzt haben. 300 haben wir noch bekommen. Ja, wir hatten vorher alles komplett 1300 hatten wir ja zur Verfügung. Haben jetzt noch 300 bekommen. Das heißt 1600 insgesamt zur Verfügung. Und damit sollten wir jetzt die nächsten Level eigentlich sehr gut bestehen können. Na, Gott sei Dank haben wir die Granatpfeile. Gott sei Dank habe ich die im letzten Level entdeckt, weil sonst wäre das jetzt ein bisschen anstrengender geworden. Aber so hat das eigentlich ziemlich gut geklappt. Ja, vor allem hat es auch gar nicht mal so lange gedauert. Naja, aber die geteilte Stadt werden wir dann erst in der nächsten Folge betreten, denn wir haben jetzt schon genug gekämpft in dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut!